Ich grüße euch alle ganz herzlich aus Lindau. Was ist Bewusstsein? Das ist ein interessantes Thema. Bewusstsein. Gerne könnt ihr Fragen stellen hier beim Live-Video oder auch eure eigenen Kommentare dazu bringen. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist alles, was ist. Alles, was wir mit unseren Sinnesorganen, mit unseren fünf Sinnesorganen wahrnehmen, das heißt, alle Mineralien, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen und all die himmlischen Wesen, alles ist Bewusstsein. Wir mögen vielleicht denken, dass ein Stein kein Bewusstsein hat. Oder Pflanzen kein Bewusstsein haben. Oder die Einzeller und Vielzeller, die Tiere, kein Bewusstsein haben. Doch alles hat Bewusstsein. Alles ist ein Ausdruck, eine Erscheinung des Bewusstseins. Genauso, wenn wir uns einen Ozean vorstellen oder am Ozean stehen und so auf das Wasser schauen, da sehen wir die Wellen. Lauter viele Wellen, 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 Wellen. Und die Wellen entstehen durch den stillen Ozean. Die gehören zusammen. Der Ozean und die Wellen gehören zusammen. Die bilden eine Einheit. Die Wellen sind eine Erscheinung des Ozeans. Und so sind alle Objekte, alle Gegenstände, alles, was wir wahrnehmen, ein Ausdruck des Bewusstseins. Ich meine, wir kennen auch die Theorien oder die Überlegungen, wo gesagt wird, es gibt nur Materie, es gibt nur diese Objekte und aus diesen Objekten ist Bewusstsein entstanden. Oder umgekehrt die Aussage, es gibt nur Bewusstsein, das, was ich gerade als erstes sagte, es gibt nur Bewusstsein, aus der die Materie entstanden ist. Es gibt auch diese Aussage, es gibt Materie und es gibt Bewusstsein. Es gibt das Subjekt und das Objekt. Es gibt die relative Welt und das Absolute, das Relative und das Absolute. Das sind alles verschiedene Theorien. Und wenn ich nach den vedischen Schriften gehe,
Und nach meinen eigenen Erfahrungen und nach all diesen vielen, vielen Erfahrungen von Meditierenden, die die Materie, die objektive Welt transzendiert haben, dann bevorzuge ich die Aussage, es gibt das Absolute und das Relative. Es gibt das Bewusstsein, und das ist so schwierig für unseren Verstand zu verstehen, dass man jetzt den Übergang von Bewusstsein zur Materie macht. Also diesen Übergang sich verständlich macht oder intellektuell nachvollziehen kann, wie es möglich ist, aus dem Bewusstsein in die Materie zu kommen. Betrachten wir zunächst einmal diese Definition Bewusstsein. Bewusstsein hat immer etwas mit der Wahrnehmung zu tun und hat auch immer was mit dem Nervensystem zu tun. Das müssen immer die drei sein, also, oder beziehungsweise es müssen drei Dinge gegeben sein, um Bewusstsein zu haben oder um eine Bewusstseinserfahrung zu machen. Und das ist Nummer eins, der Wahrnehmende. Nummer zwei, das Wahrgenommene. Nummer drei, die Verbindung zwischen dem Wahrnehmenden und dem Objekt der Wahrnehmung. Die drei Dinge, der Wahrnehmende, das Objekt der Wahrnehmung und die Verbindung zwischen dem Wahrnehmen und dem Objekt, das muss immer gegeben sein. Dadurch haben wir Bewusstsein. Und wenn wir, dann haben wir bewusstes Bewusstsein. Ich überlege gerade, wie ist das beim Stein? Ich sage ja, ein Stein hat auch Bewusstsein. Der hat etwas Bewusstsein. Der hat nicht das totale Bewusstsein. Ein Stein hat etwas Bewusstsein. Und das ist genauso, wie es das bei uns ist, wenn wir ganz im Tiefschlaf sind. Wenn wir alles vergessen und alles weg ist, wenn da keine Objekte mehr sind, wir sind völlig überlagert von unserem Schlaf, von Tamas kann man sagen, von Tamas. Wir sind völlig überschattet von der Dumpfheit unseres Nervensystems. Oder wir können es positiver ausgedrückt, wenn wir sagen, wir sind so müde, so erschöpft, dass wir unser Bewusstsein im Tiefschlaf verlieren. Das ist der Tiefschlaf. Wir sind völlig unbewusst. Und genauso kann man das mit den Steinen sehen, Steinen, Mineralien, dass die so unbewusst sind, dass die gar nichts mitkriegen. Bei Tieren und Pflanzen sieht das schon anders aus, nicht? Pflanzen und Tiere, die sind schon viel, viel bewusster als jetzt Steine, Mineralien. Da kann man sagen, das ist so wie im Traumzustand, nicht? Die sind träumen, nicht? Es gibt Pflanzen, die sich ja richtig bewegen, wo man sehen kann, dass sie sich tagsüber bewegen, so, und dass sie mit der Sonne gehen und so aufblühen morgens, wenn die Sonne kommt. Das ist Bewegung. Da ist viel, viel mehr Bewusstsein als im Stein. Und Tiere noch mehr, nicht? Die laufen durch die Gegend und Hunde bellen, Katzen miauen. Da ist noch viel, viel mehr Bewusstsein als im Stein. Aber sie sind sich ihrer eigenen Existenz nicht bewusst. Die Tiere, die Pflanzen, die sind einfach da. Und reagieren ist Aktion, Reaktion. Die Pflanzen reagieren auch darauf, wenn sie gut behandelt werden. Die fangen sich schon an zu blühen.
Wenn sie schlecht behandelt werden, dann ziehen sie sich zusammen. Und Tiere genauso, nicht? Die blühen so richtig schön auf, wenn sie lieb gehabt werden, wenn da ganz viel Liebe ist, so nicht? Wenn man ihnen mehr Bewusstsein schenkt. Das ist immer, wo wir mit unserer Bewusstheit hingehen, nicht? Das beleben wir. Gehen wir mit unserer Bewusstheit zu den Pflanzen, dann beleben wir die. Das können wir sehen. Und bei den Tieren noch mehr. Die werden noch lebender, die sind noch bewusster als jetzt Pflanzen. Das heißt, diese Evolution beinhaltet, dass wir immer bewusster werden. Und bei uns Menschen ist es so stark, diese Bewusstheit, wir haben so viel Bewusstsein, dass wir uns selbst wahrnehmen können. Das können die Pflanzen und die Steine nicht. Deshalb, wir können uns unterscheiden jetzt, zum Beispiel nur zur Analogie, so um das ein bisschen zu verstehen. Alles hat Bewusstsein. Steine haben Bewusstsein, Tiere haben Bewusstsein, Pflanzen haben Bewusstsein, Menschen haben Bewusstsein, Engel haben Bewusstsein. Alles, was so gibt in der Welt, hat Bewusstsein. Und warum können wir das sagen? Weil wir selbst in uns selbst erfahren, unser Bewusstsein. Und das ist jetzt so eine Logik oder so eine Theorie, und es wird auch bestätigt in den Schriften so, nicht, dass es so ist, dass wir Menschen so bewusst sind. Wir sind uns unserer eigenen Existenz bewusst. Das heißt, wir sind so viel bewusster als alle anderen Lebewesen hier auf der Erde, die wir sehen können. Und wir können, was Tiere können und die Pflanzen nicht können, wir können so bewusst sein, dass nur noch das Bewusstsein da ist, dass alles andere fällt von uns weg. Wir sind so eins dann, so allgegenwärtig, so unbegrenzt, wenn wir dieses reine, allgegenwärtige, reine Bewusstsein in uns realisieren. Aber auch selbst wenn wir sagen, bah, geht nicht oder so, dann können wir rein logisch verfolgen, mal, dass wir, was die Wissenschaftler ja auch machen, dass die sagen, die sind ja heute so weit. Das war für die auch ein ganz großes Rätsel, dieses so hinzubekommen, dass sie sagen, wie ist das möglich, dass aus etwas, wo nichts ist, dieses reine Bewusstsein, da ist nichts, nichts, was man sehen kann oder hören kann, riechen kann, schmecken kann, alles ist weg. Es gibt keine Objekte in diesem reinen Bewusstsein, alles ist weg. Und jetzt die Frage für die Wissenschaftler und aber auch für uns auch, es geht uns ja auch an. Wie ist es jetzt möglich, dass aus dem Nichts, wo kein Objekt ist, wo keine Schwingung ist oder wo alles total still ist, dass daraus ein Gedanke entstehen kann? Dass daraus die gesamte Materie entstehen kann? Der Urknall, die ganze Schöpfung kommt aus diesem Bewusstsein. Aus diesem reinen Bewusstsein, aus diesem absoluten Bewusstsein, aus diesem Bewusstsein, das ewig ist, das nicht den Veränderungen unterliegt. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende, da gibt es keine Zeit, keinen Raum. Da ist nur dieser unendliche Raum. Ich sage mal Raum, Raum ist immer abgegrenzt, aber der ist keine Begrenzung. Und das Wunderbare ist, wir können das erfahren. Jemand schrieb mir gerade in Facebook gestern, Peter, das ist unmöglich, was du da sagst. Dass er selbst sich selbst erfährt. Dieses reine Bewusstsein ist das Selbst, ist unser großes Selbst. Es ist allgegenwärtige Selbst. Und dann sagte er mir, das ist nicht möglich. Das geht nicht. Aber wenn du in deiner Meditation oder durch das, was du machst, dahin kommst mit deinem Bewusstsein, dass du dein Bewusstsein expandierst,
erweiterst, ausdehnst, dass das Bewusstsein immer größer wird. Und dann merkst du auch, dass all deine Erinnerungen, das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, so alles aufgelöst wird. Alle Objekte lösen sich plötzlich auf in deinem Geist, alles geht weg. Und das ist ja Meditieren, das ist Transzendieren. Wir transzendieren alles weg, da bleibt nichts mehr nach. Alle Klänge gehen weg, die Gerüche gehen weg, alles, was wir gesehen haben, geschmeckt haben, so alles geht weg. Alles löst sich auf, wenn wir mit unserem Bewusstsein mehr in die Stille gehen, mehr in die Transzendenz gehen. Das reine Bewusstsein ist die Transzendenz. Und wenn wir da jetzt eintauchen in diese Transzendenz mit unserem bewussten Geist, das heißt, was passiert? Unser Geist expandiert, expandiert und expandiert. Wir werden immer bewusster, bewusster, bewusster. Und dann sind alle Objekte plötzlich verschwunden, dass nur noch dieses reine, allgegenwärtige Bewusstsein. Und wenn ich dann die Frage stellen würde, ja, und wo bist du? Dann würdest du sagen, ja, ich bin das. Das Einzige, was noch da ist, das bist du. Du bist dieses reine Bewusstsein. Da sind keine Objekte, der Körper ist weg, der Kopf ist weg, die Nase ist weg, alles ist verschwunden. Was bleibt? Du, das, was du wirklich bist. Du bist dieses reine, allgegenwärtige Bewusstsein. Und das ist jetzt keine Theorie, weil du, jeder kann das erfahren, jeder Mensch kann das erfahren. Pflanzen können das nicht erfahren, Tiere können das nicht erfahren, Steine können das nicht erfahren. Die sind nicht so bewusst. Und jetzt die Antwort, wie kann ich das wissen, dass ich jetzt dieses reine Bewusstsein bin? Ich sagte, für Bewusstsein sind immer drei Dinge notwendig. Das ist der Wahrnehmende, das bin ich. Da ist das Objekt der Wahrnehmung. Wer ist das? Das bin ich auch. Ich bin das Selbst und das Selbst nimmt sich selbst wahr. Ich, das Selbst, erfahre mich im Absoluten, jetzt in der Transzendenz, wenn ich alles transzendiert habe, wenn nichts Relatives mehr da ist, nur noch dieser unbegrenzte Bewusstseinsozean, ist nur noch ich bin da. Und jetzt, wie ist das möglich, dass ich da reines Bewusstsein erfahre? Du bist das reine Bewusstsein und das reine Bewusstsein erfährt sich selbst. Und da ist ja so ein Übergang, wenn man relativ ist, ist es leichter zu verstehen. Da sage ich, guck mal hier, ich schaue mir jetzt hier mein Handy an oder hier die Fernsteuerung an und dann sehe ich so die Fernsteuerung. Und dann sage ich, aha, hier bin ich und da ist die Fernsteuerung. Und diese Verbindung, da ist einfach Energie dazwischen. Und da habe ich die drei. Ich, Peter, schaue auf die Fernsteuerung und sehe die Fernsteuerung. Und dadurch, dass es möglich ist, da muss Energie sein. Ein energetisches Feld, damit das stattfinden kann. Dass die Verbindung von mir, so von dem Seher, ich bin der Seher, und ich schaue auf das Gesehene, auf das Objekt, das, was ich jetzt anschaue, und die Verbindung, diese Energie, die dazwischen ist. Und das sind die drei im Relativen. Ganz einfach, nicht? Und genauso ist es im Absoluten, in der Transzendenz. Wenn du ganz alleine bist, wenn du alle Objekte transzendiert hast, dann bist du nur noch mit dir selbst. Das heißt, du bist nur noch mit dir selbst. Was heißt, du bist das reine Bewusstsein. Und das, was du wahrnimmst, das Objekt, ist das reine Bewusstsein. Und die Verbindung, diese Energie, die ich so im Relativen so ausdrückte, sage ich jetzt nicht Energie, das ist auch das reine Bewusstsein. Keine Trennung. Die sind eins. Im Sanskrit heißt es Rishi, Devata und Chandas. Rishi heißt der Seher, Chandas heißt das Gesehene
Und die Verbindung zwischen beiden ist Devata. Rishi, Rishi, Chandas und Devata. Rishi, Devata und Chandas. Nicht Rishi, der Seher, denn die Verbindung zu dem Objekt. Und dann Chandas. Die drei zusammen ergeben Samhita. Samhita. Die Ganzheit. Das heißt drei in eins. So, also drei. Rishi, Devata, Chandas sind eins. Samhita. Das ist keine Trennung mehr. Der Wahrnehmende, das Wahrgenommene und die Verbindung zwischen dem Wahrnehmenden und dem Objekt bilden eine Einheit, Samhita. Und das ist Einheit, das ist das Einheitsbewusstsein. Wenn nichts dazwischen ist, dass nichts Zweites, nichts Drittes, nichts Viertes. Oh, das müssen wir mal verdauen. Weil unser Geist, unser Verstand, der kriegt das gar nicht mit. Unser Geist, sag ich mal so, unser Geist, der sich jetzt mit den Objekten identifiziert, der ist von den Objekten so eingenommen, der hat nicht dieses reine Bewusstsein. Solange unser Nervensystem, kann ich auch so mal betrachten aus der Sicht des Nervensystems, solange unser Nervensystem Stress und Verspannung hat, kann unser Nervensystem nicht diese Unendlichkeit reflektieren. Das heißt, wir sind immer in unseren Gedanken oder mit unseren Gedanken eingegrenzt. Unsere Gedanken grenzen uns immer ein, sind immer eingeengt. Wir haben keine Weite, nicht? Wir sind immer eingeengt, so. Von morgens bis abends, und das macht uns müde. Deshalb fallen wir in den Tiefschlaf, wo wir gar nichts mehr wissen, wo wir völlig absorbiert sind von dem Tiefschlaf. Das immer noch Bewusstsein da, also das müssen wir auch betonen. Hallo Friedrich, ich freue mich, dass du da bist. Das ist auch so ein Thema, ja, wo wir auch schon darüber diskutiert haben, wo ich gerade darüber spreche. Sehr schön, dass du da bist. Selbst im Tiefschlaf muss Bewusstsein sein. Im tiefsten Tiefschlaf, das ist so wie ich sagte, im Stein ist Bewusstsein. Jeder Stein hat Bewusstsein. Und so jeder Mensch, der jetzt im Tiefschlaf ist, hat Bewusstsein, ist sich aber nicht seiner eigenen Natur bewusst. Solange er nicht erleuchtet ist, dann gibt es keinen Tiefschlaf mehr, dann ist er sich seiner selbst immer bewusst. Und das ist denn, wenn jemand sich seiner selbst immer bewusst ist, heißt, der Wahrnehmende ist das Absolute, das Selbst, das große Selbst, das unbegrenzte, allgegenwärtige, unsterbliche Selbst. Das Wahrgenommene ist immer auch das allgegenwärtige, unbegrenzte Selbst. Und diese Energie zwischen den beiden ist immer das allgegenwärtige, unbegrenzte Selbst. Also Rishi, Devata, Chandas, eins. Keine drei, eins, Samhita. Wenn jemand erleuchtet ist, dann kann man ja sagen, ja, wenn jemand erleuchtet ist, was bedeutet das, wenn jemand erleuchtet ist? Wenn jemand erleuchtet ist, schon im kosmischen Bewusstsein hat sich jemand selbst realisiert, es erwacht. Erwachen heißt nichts anderes. Du hast immer schön transzendiert, hast immer schön meditiert, hast immer schön deine Welt, deine liebgewonnene Welt, alle Objekte hinter dir gelassen. Du bist in dieses einheilige Feld gegangen. Ich sage gleich nochmal, was es ist. Das einheilige Feld. Und dann gehst du wieder raus aus diesem einheiligen Feld. Aus diesem reinen Bewusstsein gehst du in deine Aktivität. Und wenn wir das oft genug gemacht haben, immer wieder rein, raus, dann wird unser Nervensystem mehr und mehr gereinigt, mehr und mehr stabilisiert, mehr und mehr verfeinert. Und dann ist es für unser Nervensystem in der Lage, das, was wir als selbstbezogen betrachten, selbstbezogen heißt, das Selbst erfährt sich selbst.
Rishi, Devata und Chanda sind eins, Samhita, keine Trennung. Das, was wir da erfahren, das erfahren wir überall, auch in den Objekten. Wie ich sagte, im Stein ist auch Bewusstsein, in der Pflanze ist mehr Bewusstsein. Aber dieses Bewusstsein, was wir im Stein erfahren, ist genau dasselbe Bewusstsein wie in der Pflanze. Oder genauso wie bei meinem Freund oder bei deinem Freund oder bei deiner Frau, bei deinen Kindern. Überall ist dasselbe Bewusstsein, das ist die Essenz von der Materie. Und wenn du im Einheitsbewusstsein bist, dann erkennst du dieses, was du in dir selbst schon im kosmischen Bewusstsein erlangt hast, dein Selbst, du hast dein Selbst erkannt, hast es realisiert, du hast es nicht geschaffen. Das ist nicht so, dass du etwas schaffst, nicht, und denkst, boah, ich muss erstmal Bewusstsein produzieren. Nein, das Bewusstsein ist immer da, egal ob dir das bewusst ist oder nicht bewusst ist, ist immer da. Weil alles kommt aus diesem Bewusstsein und du mit deinem Verstand und so kommst genauso aus diesem Bewusstsein. Und wenn dein Verstand so weit gereinigt ist und dein Intellekt jetzt so scharf ist, und das passiert automatisch, du musst nichts machen, wenn du dein Bewusstsein erweiterst, dann werden deine Sinne verschärft, dein Intellekt wird scharf und dein Intellekt, der wird so scharf, dass er zwischen Relativen und Absoluten unterscheiden kann. Der kann unterscheiden, was ist vergänglich und was ist unvergänglich. Und das ist auch notwendig. Das ist genau der Schritt, den wir brauchen, um vom kosmischen Bewusstsein auch mehr und mehr in die Einheit zu wachsen. Nicht, wo dann kaum noch, ich sag mal kaum, ein bisschen Unterscheidung bleibt immer, weil die Formen bleiben immer noch erhalten. Aber dein Intellekt ist jetzt so scharf, der sieht jetzt, dass alles, bis zum kleinen bisschen, was wir brauchen, um noch hier auf der Erde zu sein, dass alles Bewusstsein ist. Alles kommt aus diesem einen Bewusstsein, aus diesem unbegrenzten, allgegenwärtigen Bewusstsein, wo ich sagte, das bist du, das bin ich, das sind wir. Das ist kein Unterschied, das haben alle das gleiche Bewusstsein. Der Unterschied kommt nur dadurch zustande, weil wir uns mit den Objekten überlagern. Wir können auch sagen, wenn die von der Handlung ausgehen, wenn wir so handeln, dass wir nicht im Einklang mit dem Leben sind, dann schaffen wir uns Stress und Verspannungen, weil diese Negativität, die wir dadurch erzeugen, bewirkt Abdrücke in unserem Nervensystem. Und unser Nervensystem wird also blockiert und kann nicht mehr einwandfrei, reibungslos handeln. Also die ganze Wahrnehmung, alles, was wir wahrnehmen durch unsere Sinne, das ist nicht mehr so im Flow, als wenn das Nervensystem schön rein ist, wenn da keine Blockaden mehr sind. Und wenn das Nervensystem wieder, wenn wir jetzt meditieren und eintauchen und transzendieren, da erfahren wir so viel Stille, wo das System, unser Nervensystem, ganz praktisch gesprochen, wo unser Nervensystem sich wieder rappeln kann, regenerieren kann, wo die Stressverspannungen rausgehen, die Traumata alles verschwinden, alle Blockaden, die werden gelöst in unserem Nervensystem. Und in dem Maße, wie unser Nervensystem das besser funktioniert, merken wir plötzlich, unsere Wahrnehmung wird besser. Unser Bewusstsein expandiert. Je weiter das Bewusstsein ist, je weiter oder je expandierter unser Bewusstsein ist, umso höher ist die Wahrnehmung. Wenn wir ganz wenig Bewusstsein haben, können wir auch ganz wenig wahrnehmen. Wenn wir jetzt unser Bewusstsein ausdehnen, expandieren, dann merken wir, wir werden wacher und nehmen immer mehr wahr. Umgekehrt können wir sagen, wenn wir jetzt so schön wach sind am Tage und jetzt fangen wir an, Alkohol zu trinken, ich trinke Alkohol und noch ein Gläschen, dann merken wir plötzlich, oh, ich kann gar kein Auto mehr fahren. Dass das Bewusstsein wieder so betäubt und so eingeschränkt, dass wir gar nicht mehr Auto fahren können und dass wir also unsere Umgebung gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Daran können wir sehen, wir engen unser Bewusstsein durch Gifte oder Sachen, die uns nicht gut tun, ein. Und wenn wir Dinge machen, die uns gut tun, wie meditieren nicht, und alles nicht, also gute Ernährung, sattwische Ernährung, biologisch oder was auch immer, und Sport treiben und alles unseren Körper, Bewegung halten, das sind alles Dinge, die jetzt förderlich sind, damit unser Nervensystem besser funktioniert, dass wir genügend schlafen, dass wir genügend Ruhe haben und all diese, und schön regelmäßig meditieren, morgens und abends meditieren,
Das trägt alles dazu bei, dass unser Nervensystem gereinigt wird, gereinigt wird. Und durch unsere Erfahrung, die wir machen, auch im Alltag, nicht? Dadurch, und dann haben wir Fehler gemacht und dann sehen wir, oh, da habe ich jetzt daraus gelernt, das mache ich nie wieder und so. Da steht immer ein bisschen mehr Bewusstheit, Bewusstheit, nicht? Wir werden immer bewusster, nicht? Beim Meditieren, durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Lernprozesse, die wir hier auf der Erde haben, werden wir bewusster. Und dann merken wir mit der Zeit, wir werden so bewusst. Und wenn wir bewusst sind, sind wir voller Liebe. Weil je bewusster wir sind, umso mehr Liebe kommt in uns auf. Die Liebe kommt nicht von außen, die Liebe kommt von innen, von uns aus, wo wir sind. Das reine Bewusstsein, das Selbst, das, was wir sind, ist die reine Liebe. Und wenn wir jetzt mehr und mehr zu uns selbst kommen, dann erfahren wir mehr und mehr Liebe, mehr Mitgefühl, wir sind freundlicher, wir kommen mit dem Leben besser klar, weil Bewusstsein ist auch Intelligenz. So, ich denke, es war jetzt ganz gut, mal so einen Überblick zu haben vom Bewusstsein. Dann möchte ich noch einmal zusammenfassen, weil es sehr wichtig ist und ich werde auf den nächsten Videos noch mehr darüber sprechen, über Bewusstsein. Weil es auch uns allen angeht. Es gibt alle, jede, egal was du machst oder was du getan hast in der Vergangenheit und wie deine Zukunft aussieht, alles ist in Abhängigkeit von deinem Bewusstsein. Und wie wir jetzt gehört haben, auch die Wahrnehmung ist abhängig von deinem Bewusstsein. Und das ist als drittes auch dein Nervensystem. Kannst du sagen, dein Nervensystem ist abhängig vom Bewusstsein, kannst aber auch sagen, dein Nervensystem, die Reinheit deines Nervensystems bestimmt auch darüber, wie bewusst du bist. Man kann es nicht trennen. Wahrnehmung, Bewusstsein und Nervensystem, die drei gehören zusammen. Und für die Wahrnehmung und das zu erkennen, wer ich bin, auch die Wahrnehmung im Relativen, alles, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, fühle, wie wir miteinander umgehen, wie wir verstehen, so oft wir uns geistig verstehen oder auf der körperlichen Ebene verstehen, nicht? Und die Sprache, nicht? Und die Gefühle, alles, was da ist, nicht? Und der ganze Ausdruck, unser ganzes Leben, ist alles, alles, ohne irgendwelche Abstriche zu machen irgendwo, alles ist abhängig vom Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein. Alles kommt aus diesem Bewusstsein. Und alles, dieses ganze Miteinander, nicht? Wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen, nicht? Wie eine Mutter zum Kind ist, nicht? Wie eine Frau zu ihrem Mann ist und wie der Mann zur Frau ist. Alles. Wir können nichts trennen. Alles ist in Abhängigkeit vom Bewusstsein. Und die Wahrheit oder so, auch die Wahrheit, wie viel Wahrheit ich lebe. Wenn ich unbewusst bin, dann lebe ich nicht die Wahrheit. Natürlich ein bisschen Wahrheit lebt jeder, aber je bewusster ich bin, umso mehr Wahrheit kann ich leben. Je bewusster ich bin, umso ehrlicher bin ich mit mir selbst, auch mit den anderen. Alles hängt vom Bewusstsein ab, weil alles kommt aus dem Bewusstsein. Alles kommt aus diesem unendlichen Ozean, der Stille, der Transzendenz. Und das, um das nochmal ein bisschen nochmal zu unterstreichen, ich habe es schon erwähnt, ist dieses einheitliche Feld. Wenn wir die ganze Materie so betrachten, die ganzen Formen, so nicht hier wieder, ich kann ja auch mal was anderes nehmen, nehmen wir mal eine Uhr hier. Die Uhr hier, nicht, wenn ich die Uhr betrachte, das ist auch Bewusstsein. Die Uhr ist Bewusstsein, die ist sich zwar nicht ihrer selbst bewusst, nicht, aber ist genauso Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein unterscheidet sich nicht von deinem Bewusstsein. Das ist, du hast zwar mehr Bewusstsein als die Uhr, aber wenn du jetzt so, weiß nicht, Maßeinheit, so Kubikmeter, Kubikzentimeter, Millimeter rausnimmst, mein Bewusstsein nur als zum Verstehen, dann ist das, hat das die gleiche Qualität wie dein Bewusstsein. Also es gibt nur dieses eine Bewusstsein, das überall ist. Ist nur, wie viel Bewusstsein sich jetzt da erfahren kann, wie viel das ist, nicht? Ein Stein, da wirst du nicht so viel Bewusstsein erfahren, aber die Qualität oder so, das, die Tragweite oder all die göttlichen Eigenschaften, die sind da genauso drin enthalten wie bei dir und bei mir. Und auch die Menschen, alle Menschen, wenn du guckst, die haben alle ein unterschiedliches Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein, das, was da ist, hat überall die gleiche Qualität.
da unterscheiden wir uns nicht, es gibt nur ein Bewusstsein nicht. Und es geht nur darum, wie viel Bewusstsein ist mir bewusst? Jeder ist das reine Bewusstsein, jeder hat dieses göttliche Bewusstsein. Und wenn du, so wie ich sagte, wenn du Alkohol getrunken hast, dann bist du nicht so sehr bewusst nicht und dann machst du Fehler und dann lallst du durch die Gegend und da ist nicht viel Bewusstsein da, nicht? Aber wenn du dann schon deinen Rausch ausgeschlafen hast nicht, und dann wieder frisch bist, nicht, dann merkst du, ich kann jetzt so viele Dinge mehr machen, wo ich jetzt klar bin und nicht mehr so betäubt bin, da bist du einfach wieder bewusster geworden. Und so ist unser Leben nicht. Wir machen Erfahrungen und machen hier einen Fehler und lernen dadurch und dann achten wir darauf, dass wir den Fehler nicht wieder machen. Das heißt, wir achten darauf, wir sind bewusster, dass das nächste Mal bewusster und achten darauf, dass wir nicht die gleichen Fehler wieder machen. Und dadurch kommt auch so ein Wachstum am Bewusstsein zustande, durch unsere Erfahrungen im Alltag, in unserem Leben. Wir werden immer bewusster, nicht so. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Der liebe Gott hat es geschaffen, eigentlich vielleicht nur, um ein bisschen Fun zu haben, damit er so durch uns sich erfahren kann. Der liebe Gott erfährt sich durch uns. Weil, das ist völlig richtig, das Absolute, das Selbst, das Absolute, nicht das, was wir sind, kann keine Erfahrung machen, weil niemand da ist. Es erfährt sich nur selbst. Aber das ist keine Erfahrung, wie wir jetzt im Relativen haben. Aber weil alles auch das Absolute enthält, kann der liebe Gott, und du kannst auch sagen, das Selbst erfährt sich jetzt durch die Objekte, die er wahrnimmt, die uns zum Beispiel durch deine Augen nicht sieht, das Selbst jetzt sich selbst, nicht so seine Erscheinung, nicht? Oder durch deinen Geschmack nicht schmeckt das Selbst sich selbst sozusagen nicht. Ja, so könnte man das ausdrücken. Nicht? Also das Absolute braucht etwas, um diese Erfahrung zu machen. Das ist the play of God, kannst du sagen. Nicht? Das ist das Veda Lila, das ist das göttliche Spiel. Im Prinzip bräuchte das nicht. So. Und da fängt ja auch an, so der Verstand auszusetzen, nicht? Warum macht Gott das und wieso ist das überhaupt passiert, warum ist die Schöpfung überhaupt entstanden und warum ist das ganze Leiden da so und wieder diese schöne Zeit und dann wieder das Leiden, nicht? Die ganzen Auf und Abs, die ganzen Polaritäten und Dualität, all das, was wir so erfahren im Relativen, wozu? Ja, das ist just for fun, nicht? Und wir haben am meisten Fun, wir selbst haben am meisten Freude an dieser Entwicklung, wenn wir erfahren, dass wir aus unserem Wachbewusstsein noch darüber hinausgehen. Weil wir können uns entwickeln. Ein Tier kann sich nicht selbstständig die Entscheidung, kann nicht selbstständig die Entscheidung treffen, so, ich will jetzt mehr von der Welt sehen. Nein, das Tier, das ist so programmiert, das sieht nur das, was es aufgrund des Bewusstseins, des kollektiven Bewusstseins, die haben so ein Tierbewusstsein, das ist so kollektiv, wie das funktioniert. Und danach leben die und ist alles in Ordnung, das ist alles perfekt von der Natur so organisiert. Aber bei uns, wir haben freien Willen und wir können uns entscheiden, ob wir aus dem reinen Bewusstsein handeln oder aus dem begrenzten Bewusstsein handeln. Wenn wir noch nicht erwacht sind, dann haben wir so entschieden, sozusagen aus dieser Begrenztheit zu handeln. Aber wir können genauso die Entscheidung treffen, die sagen, boah, ich gehe jetzt direkt zum reinen Bewusstsein, ich mache nicht mehr so diese ganzen Erfahrungen von Erfahrungen, natürlich mache ich auch noch weiter, aber nicht, das soll nicht mehr so lange dauern, ich will nicht nochmal 100 Jahre oder 100 Leben noch länger leben oder mein Leben wiederholen, nicht mehr wieder Geburt und Tod, Geburt und Tod. Ich möchte einfach jetzt in diesem Leben mein höchstes Bewusstsein erzielen. Und dann machst du was nicht, dann machst du möglichst Sport und dann ernährst dich gut und machst Yoga und gehst immer schön zu dir selbst und nicht und realisierst, was du in Wahrheit bist. Und dann wirst du sehen, dein Bewusstsein entwickelt sich und dann hast du plötzlich das transzendentale Bewusstsein. Das heißt, dieses reine Bewusstsein, was du jetzt sonst im Relativen gar nicht erfahren kannst, erfährst du. Du kannst das erfahren, das transzendentale Bewusstsein. Das ist das einheitliche Feld, wo alles herkommt, wo alle Formen herkommen. Ja, und dann mit der Zeit, wenn du immer schön eintauchst in die Transzendenz, dann wirst du merken, bah, das geht mir nicht wieder verloren, das ist immer da. Das transzendentale Bewusstsein hat sich dann stabilisiert, beziehungsweise dein Nervensystem ist jetzt in der Lage, dieses transzendentale Bewusstsein immer zu jeder Zeit zu reflektieren, wahrzunehmen. Und das ist dieser Zustand, wo du sagst, ah, ich bin das Selbst und das ist das Nicht-Selbst, das ist Trennung. Ja, sage ich, das ist Trennung. Alle sagen, nein, wir wollen keine Trennung, wir wollen nur die Einheit. Nein, diese Trennung ist erstmal notwendig, damit du in die Einheit gehen kannst.
Feuer ist, das ist selbst mit dem Nicht-Selbst so vermischt, so ein Knäuel. Da kannst du gar nicht unterscheiden, was ist. Nicht? Da ist das Selbst und das ist das Nicht-Selbst, das ist eins und nicht. Und da siehst du nur das Nicht-Selbst, weil diese Wachheit noch nicht da ist oder der Intellekt noch nicht so scharf ist, zu unterscheiden zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Und wenn du jetzt immer schön meditierst und transzendierst und nur noch das reine Bewusstsein erfährst und kommst dann wieder raus, dann ist dein Intellekt, weiß dann, ah, das ist das Selbst und das ist das Nicht-Selbst. Und das, dieses Wissen und diese Erfahrung, konkrete Erfahrung von Selbst und Nicht-Selbst, das führt dazu, dass beide Selbst und Nicht-Selbst zusammenwachsen, zusammenkommen. Das geschieht durch Liebe und Hingabe, alles, was du machst, durch deine Handlungen, durch das gute Denken und gute Fühlen, was du jetzt kannst, aufgrund des reinen Bewusstseins, was du immer hast mit dir. Und dann, ja, dann entwickelt sich weiter und dann entstehen immer höhere Bewusstseinszustände. Dann kommt das Gottesbewusstsein, nicht, wo du ganz auf der feinsten Ebene der Schöpfung sogar auch Wahrnehmung hast. Nicht? Und dann auf der anderen Seite ist dieses Absolute, was du schon im kosmischen Bewusstsein realisiert hast. Und dann merkst du so, alles kommt eins, alles fließt zusammen. Nicht? So, und da ist keine Trennung dann mehr. Nicht? Und das ist das, was ich vorhin sagte, wenn das Selbst sich immer im Objekt erkennt. Das heißt, im Objekt, wie ich auch sagte, das reine Bewusstsein ist ja da. Und dieses reine Bewusstsein, das ist überall gleichermaßen gegenwärtig. Bloß die Bewusstheit ist unterschiedlich vom Stein. Der hat gar kein Bewusstsein. Nicht. Der ist tot wie im Tiefschlaf. Die Pflanzen sind etwas bewusster nicht, und Tiere noch bewusster. Und dieses reine Bewusstsein, was überall ist, das erfahren wir im Einheitsbewusstsein. Wir realisieren. Und diese Erfahrung ist wieder das, ich wiederhole es, weil das ist so weit weg von vielen Leuten, und da haben es vielleicht noch nie gehört. Diese Einheitserfahrung heißt, ich habe im kosmischen Bewusstsein mein Selbst realisiert. Ich weiß, wer ich bin. Und dieses Selbst schon in der Transzendenz, wenn ich transzendiere, wenn ich die Objekte alle wechseln, wenn ich nur noch ganz alleine bin, da ist ja nur noch dieses reine allgegenwärtige Bewusstsein. Und dann sagt der Meister ja immer so, ja, und wo bist du? Und dann sagst du, ja, ich bin hier, aber ich weiß nicht, mein Körper, alles ist weg. Nee, und gut, und das ist dieses reine Bewusstsein. Das reine Bewusstsein. Und das ist auch Einheitsbewusstsein, weil da gibt es nichts Zweites. Aber uns geht es ja auch darum, jetzt so, dass wir auch in dieser objektiven Welt leben. Und wie ich sagte, überall ist dieses reine Bewusstsein. Und wenn ich jetzt dich selbst realisiert habe und mich jetzt so weit entwickelt habe, über das Gottesbewusstsein hinaus, das heißt, Gottesbewusstsein ist immer noch eine kleine Trennung, immer noch ein bisschen Trennung, ist nicht viel, ein bisschen Trennung ist da noch, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Relativ und Absolut. Und diese Trennung hört auf, im einen, da machst du gar nichts, das passiert spontan. Diese Trennung hört auf, wenn du dich so weit geläutert hast, dein Nervensystem ist so weit gereinigt und so weit verfeinert, das ist selbst dieses bisschen Trennung, dass die sich dann auflöst, von alleine, durch, du kannst auch sagen, durch die Gnade Gottes oder was auch immer, Gnade. Aber du hast eine gute Vorbereitung getroffen, damit es geschehen kann. Ich muss jetzt aufhören, ich kriege gleich einen Kursteilnehmer hier. Dann hört das auf und dann erfährst du, dass du bist das Selbst, nicht das, was ich sage, nicht du der Körper, nicht diese Persönlichkeit, das, was du bist. Du bist das Selbst und das Selbst erfährt sich selbst in den Objekten. Weil in den Objekten ist ja überall das Bewusstsein. Dieses reine Bewusstsein. Und das reine Bewusstsein hast du jetzt schon im kosmischen Bewusstsein realisiert. Und jetzt realisierst du überall das reine Bewusstsein in dieser Einheit. Wir nennen das dann nachher auch Brahman-Bewusstsein. Weil Einheitsbewusstsein ist immer noch so gewisse Teile, nur die ich sehe, die ich jetzt im Augenblick sehe, wahrnehme. Und alles andere ist dann noch getrennt von mir. Aber im Brahman-Bewusstsein ist das Bewusstsein, hat sich das Einheitsbewusstsein expandiert, ausgedehnt. Und dann kannst du überall nicht diese Einheit erkennen. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick vom Bewusstsein, um das ein bisschen zu verstehen. Sicherlich gibt es da noch eine Menge Fragen zu, könnt ihr auch gerne machen. Stellt eure Fragen. Hier sehe ich gerade von Nini, Peter, freue mich. Ich will mal kurz meine Brille aufsetzen. Nini, danke, Inspeter, freue mich, dass du wieder Live-Video machst. Ja, das geht immer so ab und auf, so bei mir, so wenn ich mal ein Video mache. Ich mache das immer so, wenn es ganz spontan. Heute dachte ich so, das war auch so, ich habe ein Video gesehen vom Toni Neder und der sprach über Bewusstsein sehr gut. Ich habe es auch gepostet auf Facebook.
Könnt ihr euch gerne auch anhören. Friedrich, das ist, glaube ich, auch für dich ganz spannend, denke ich mal. Du kommst ja aus der gleichen Schule hier. schaut euch das auch mal an und denkt immer mal drüber nach, so nicht so, wie das so entstehen kann, auch so nicht. Wir können es durch Gedanken eigentlich nicht richtig verstehen, aber wenn ihr selbst so transzendiert, nicht in der Meditation, wenn ihr selbst so transzendiert und dann ihr nur noch alleine seid, nicht, und seid aber bewusst, da könnt ihr euch ja fragen, wie ist das möglich, dass ich bewusst bin? Was ist dieses? Auch Samadhi, nicht? Das Samadhi ist ja dieser höchste Zustand von Bewusstsein. Und du kannst ja nur etwas erfahren, eine Wahrnehmung kann ja nur sein, wenn die drei Dinge da sind. Das könnt ihr euch mal ein bisschen merken. So. Der Rishi Devata Chandas, oder anders gesagt, der Wahrnehmende, das Objekt der Wahrnehmung und die Verbindung, nicht? Die muss eine Energie dazwischen sein, nicht? Oder irgendetwas dazwischen sein, wo das Objekt mit dem Subjekt, nicht? Oder der Wahrnehmende mit dem Objekt der Wahrnehmung in Verbindung stehen. Das ist ganz schön, wenn wir diese Gedanken haben und auch darüber nachdenken, auch wenn wir es noch nicht erfahren. Aber ich verspreche euch das, wenn ihr euch da so gedanklich auch mit auseinandersetzt, Bewusstsein so mit immer wieder reingeht und so, könnt ihr auch wieder vergessen, so geht uns allen so nicht. Man kann das gar nicht so gedanklich richtig mitkriegen. Aber auf einmal, wenn du transzendierst, dann bist du so in diesem reinen Bewusstsein. Und dann fällt dir vielleicht ein und sagt, bah, ja, das ist das. Das ist das, wo die drei zusammen sind, Rishi, Devata und Chandas. Und wenn wir das gut verstehen, dann kannst du die Welt verstehen. Du kannst dich selbst verstehen. Die ganzen Ärger, den ganzen Zorn, die ganzen Eifersuchtsszenen, die wir so kennen, die ganzen Probleme in der Welt, nicht? Alles so, was gerade so auch so läuft, nicht? Das können wir alles gut verstehen aus dieser Sicht des reinen Bewusstseins. Und dadurch entwickelt sich auch unser Herz, nicht? Unsere Liebe, unser Mitgefühl. Mit unseren Nächsten, mit uns selbst auch und mit unseren Freundinnen und Kindern, Familie und so nicht. Und das macht uns so weit, nicht? Und so unendlich glücklich auch. Und so viel Frieden bekommen wir dadurch. Eigentlich schon durch das Verständnis, was basiert auf auch in erster Linie durch unsere Erfahrung, indem wir transzendieren. Transzendieren nicht. Das ist immer mein Schlagwort, transzendiert die Welt nicht. Und, aber wenn wir auch nicht transzendieren, auch selbst wenn wir nur Erfahrungen machen, nicht? Durch diese Erfahrungen der Welt nicht, reifen wir auch, nicht? Das, wie die Sonne, die bringt einen Apfel in so eine schöne Form nicht, und sieht rot aus und schmeckt nachher ganz süß. Und das ist auch so. Wir machen alle so einen Reifungsprozess durch unsere Erfahrung. Und erst beschleunigen können wir diese Erfahrung noch, indem wir morgens und abends meditieren, transzendieren. Kann ich nur empfehlen, nicht? Meditieren, transzendieren. Und könnt ihr auch bei mir lernen, wenn ihr wollt. Ja, das ist der Weg, um ganz schnell in dieses einheitliche Feld zu kommen und ganz schnell in dieses Erwachen und in die Erleuchtung. Alles Liebe und Gute für euch, Jai Gurudev. Und schönen Dank für euer Dasein. Ich habe euch jetzt namentlich alle nicht genannt hier, so freue mich alle, die noch dazugekommen sind. Und immer, wenn ihr Fragen habt und so, könnt ihr auch unter den Kommentaren schreiben, nicht? Und wenn euch das Video gefällt, nicht, schickt es an euren Freund, wo ihr das Gefühl habt, dass sie es ganz gut verstehen. Das war jetzt ein bisschen aus der Reihe, so weg vom Relativen. Das war mehr so ins Absolute heute, kann man nicht gut verstehen. Aber vielleicht habt ihr Freunde, die gut meditieren, transzendieren und gut fortgeschritten sind und oder noch fortschreiten möchten. Ist das Video, glaube ich, ganz gut zur Inspiration. Immer zu erkennen, wir sind Bewusstsein und alles kommt aus diesem Bewusstsein. Jai Gurudev, alles Liebe.